Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Step by Step, nämlich Palm Shadow, so habe ich es genannt, also Palmschatten, was wegen den Palmen und so, was für ein kreativer Name, ne? Wir arbeiten heute weiter und ich weiß gar nicht, wie weit wir kommen. Tatsächlich gucke ich mir das vorher nicht an, das wisst ihr aber bereits. So, da schiebe ich das Dach ist immer mega ätzend, finde ich. Aber da habe ich mich schon ganz oft drüber aufgeregt, glaube ich. Und langsam habt ihr es auch verstanden, ne? Egal, ich reg mich trotzdem weiterhin drüber auf, weil es mich wirklich aufregt, ne? Also, das ist wirklich was, was mich nervt. Egal. Ansonsten machen wir heute weiter mit der Außengestaltung und... Also nee, nicht Außengestaltung, sondern doch, ich glaube Garten kommt auch mit dran. Aber vor allem halt noch Wände ziehen. So, da habe ich überlegt, machst du da ein Bad hin, aber das sieht irgendwie auch doof aus, wenn du da so ein Zimmer hin machst. Deswegen bleibt das erstmal offen. Bis jetzt ist es auch noch offen. Weil, ja, deswegen. Nee, also es bleibt halt offen, weil ich dachte, vielleicht kann man da noch irgendwas draus machen. Und da kommt Zimmer hin. Es werden hier auch später zwei Schlafzimmer draus, und zwar für zwei Teenager oder Kinder, die halt schon ein bisschen, naja, verwöhnter kann man das nicht sagen, weil das ist ja nicht so, aber es ist halt so für Kinder, die vielleicht, na also es sind Doppelbetten dabei. Und ich finde, ein Teenager sollte auf jeden Fall ein Doppelbett haben, vor allem in Sims oder eigentlich auch im Real, weil, ich weiß nicht, ich meine... Es gibt, wenn man Teenager ist, macht man ja bestimmte Sachen und was für Sachen? Ja, kein Kommentar. Nein, also ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass ein Teenager halt ein Doppelbett hat, weil vor allem habe ich in Sims 4 schon so einen Mod drin. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall habe ich in Sims 3 einen Mod drin und ich finde das halt auch nicht schlimm, dass man mit 17 oder sowas macht. Ich meine, Teenager schätze ich jetzt hier von 14 bis 18 eventuell. Und ja, deswegen finde ich das nicht schlimm. Jedenfalls habe ich dort ein Doppelbett, weil ich persönlich mag es auch lieber in einem großen Bett zu schlafen. Und ein Teenager, ich weiß nicht, der braucht ja nichts anderes im Zimmer. Ich zum Beispiel brauche nur meinen PC, meinen Schreibtisch für Hausaufgaben und so. Eventuell einen Schrank, wo ich meine spartanische Auswahl an Klamotten drin habe. Und wichtig sind Computer und Handy. Mehr brauche ich nicht. Und, ja, mehr braucht halt ein Teenager auch nicht. Und deswegen besteht das ganze Zimmer eigentlich nur aus Bett. Aber für ein Kind ist das halt nichts. Weil als Kind möchte man ja eigentlich auch so ein bisschen spielen. Wobei ich nie so der Spieletyp war. Ich habe immer nur gelesen oder hing vor PC. Von daher, naja, ist halt schon was anderes. Und dann versuche ich das halt auch mal so umzusetzen, wie ich es in Real gerne hätte. Und deswegen sind da jetzt Doppelbetten. Ihr könnt das natürlich gerne umändern, wenn ihr sagt, nee, ich möchte da keinen Teenager drin haben, ich möchte da ein Kind. Dann macht da halt ein Einzelbett hin und macht da mehr Spielzeug hin oder so. Aber ich fand das so erstmal ganz gut und vom Prinzip her wollte ich das auch so. Und deswegen sind da jetzt Doppelbetten. Lange Rede, kurzer Sinn, es kommen da Doppelbetten hin. Und erstmal muss ich natürlich planen, wie die Zimmer hier sein sollten. Und naja, die sind halt... klein, aber für ein Bett reicht's, ne? Also, so viel zu diesem Thema. Natürlich für jedes Zimmer ein Bad, weil ich es halt auch irgendwie mag, wenn man im Zimmer dann direkt ein Bad hat. Das ist irgendwie cool. Finde ich gut. Sag ich so. Und, ich hätte geguckt, wie groß können die Zimmer sein, wie groß muss dann das Bad sein. Und es sollte halt auch ausgeglichen sein. Es wird ein Jugendzimmer und ein Mädchenzimmer sein, aber es sollte ausgeglichen sein, sodass dass man sagt, oh, der hat jetzt nicht voll den Vorteil und so. Sondern, dass dort halt jeder für seine Interessen was hat, aber niemand irgendwie besonders im Vorteil ist. Deswegen sollten die ungefähr gleich groß sein. Und ja, da kommt dann noch ein Zimmer hin. Ich glaube, da kommt noch ein Zimmer hin. Genau, ungefähr die Größe. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass es noch größer wird. Also ich denke, da wird ein Hobbyzimmer draus, weil ich glaube, dass das ja bei so einem offenen Zimmer sich immer ganz gut anbietet. Weil so ein offenes Zimmer möchte man ja nicht unbedingt als Schlafzimmer, wenn man da gerade bestimmte Aktivitäten macht. Das ist auch ein bisschen doof. Ne, das kann man verstehen. Aber ich finde halt tatsächlich... dass das sich für ein Hobbyzimmer immer ganz gut eignet. Da kommen dann natürlich noch die Türen hin.
Und jetzt haben die Zimmer halt auch irgendwie eine gleich große Größe. Und da kommt noch der Bogen. Genau. Damit das Ganze dann nicht zu offen wirkt, aber auch nicht zu zu. Zu ist auch ein schönes Wort, ne? Finde ich super. Jedenfalls habe ich mir das dann so überlegt. Und dann dachte ich, unten, das ist mir dann doch schon ein bisschen zu offen. Und ein Bad, was hier nicht drin ist, ist auch ein bisschen doof. Und ja, wie macht man das denn? Und deswegen habe ich dann das mal zugemacht. Aber es wird eine Zwischenetage geben. Und zwar diese da. Und da kann man nach unten gehen. Und es kommt ja auch noch ein Keller. Und von dort aus kann man dann auch in den Keller gehen. Und das fand ich ganz interessant eigentlich. Und deswegen habe ich das auch so gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon kommt. Also auf jeden Fall wird es noch ein bisschen größer. Und da dachte ich, vielleicht kann man dort auch irgendwie also das ist, nicht das Esszimmer. Was will ich denn eigentlich sagen? Die Stube, das Wohnzimmer. Genau. Kann man das vielleicht dorthin machen, aber das kommt dann letztendlich nicht dorthin. Es kommt woanders hin. Und die Treppen werden auch noch ein bisschen anders, weil mir das so nicht ganz so gut gefiel. Aber wir werden das gleich sehen. So, wir gucken mal, was als nächstes kommt. Ein Bad muss natürlich noch hin, irgendwie. Und da habe ich dann nach Bögen gesucht, aber die sahen irgendwie nicht so. Na, das hat mir nicht so gefallen. Das war irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Und deswegen ändere ich das auch gleich nochmal. Ihr werdet gleich sehen. Das wird noch ein bisschen anders aussehen. Also offener noch. Genau, da mache ich es schon. Da mache ich das nämlich weg. Und dachte, naja, man kann das ja vielleicht so lassen. Dass man da so eine, naja, ich sag mal, eine Säule zwischendrin hat. Und der Rest offen ist. Aber ganz so offen wird es dann doch nicht sein, weil mir das dann auch ein bisschen zu extrem war. Da habe ich erstmal Säulen hingestellt, um das abzugrenzen. Damit man da halt auch irgendwie, naja, ein bisschen Abgrenzung hat. Und da habe ich überlegt, machst du die Treppe vielleicht schwarz? Ich muss schon wieder gehen. Grausam. So, gehen zu Ende. Ja, habe ich gedacht, schwarz passt besser, weil das macht eben diesen modernen Charakter meiner Meinung nach aus. Und deswegen ist das Ganze dann schwarz geworden, also die Treppen und das Treppengeländer. Und ja, was kommt noch? Ich überlege gerade, was kommt noch? Was kommt noch? Es ist selbst für mich gerade spannend zuzusehen, weil ich selbst nicht weiß. Da mache ich die Säulen zu, damit das Ganze nicht irgendwie komisch aussieht oder so. Ich habe keine Ahnung. Dann dachte ich, vielleicht grenzt du das doch irgendwie ab, weil irgendwo muss ja auch eine Küche hin. Und irgendwie musst du da ja trotzdem was abgrenzen. Da brauchst du ja eine Wand, weil ohne Wand keine Küche, nur eine Küche im Freien stehen zu haben, ist auch doof. Und eine Küche zu nah an der Haustür ist auch nicht so das, was du unbedingt möchtest. Und da habe ich erstmal so eine Trennwand hingemacht, aber die kommt dann weg, weil mir das dann irgendwie doch nicht. Nee, war nicht so cool. Da kommt dann die Treppe nochmal versetzt hin. Aber auch das hat mir nicht gefallen und deswegen stelle ich dort jetzt einen Raum hin und das wird ein Badezimmer. Und die Treppen kommen woanders hin. Und das Bad wird auch noch ein bisschen größer, weil mir das halt tatsächlich ein bisschen zu klein war. Aber letztendlich finde ich das so gar nicht so schlecht. So, die Treppen werden auch größer, damit man halt wirklich gut runterkommt. Und ja, da habe ich gemerkt, das ist mir ein bisschen zu klein. Das machst du noch größer. Und da wird es auch gerade schon vergrößert, ne? So schnell kann das gehen. Und ich bin gerade selbst gespannt, wie es aussehen wird, weil ich das hier ja auch wieder zum ersten Mal sehe. Also nicht zum ersten Mal, ich habe es ja schon gebaut, aber ich sehe es wieder mal zum ersten Mal. Und ich überlege, vielleicht macht man da eine besondere Form oder vielleicht. Aber diese Form war auch ein bisschen doof und da war die Treppe dann irgendwie scheiße. Habe ich die Treppe kleiner gemacht, damit das auch wieder größer werden kann. Es ist manchmal. Ich bin so scheiße müde. Es ist so ätzend, wenn man müde ist und die ganze Zeit gehen muss, irgendwas zu quatschen. Jedenfalls wach halten, weil ich ja jetzt nicht schlafen gehen möchte. Egal. So, jetzt hat das Ganze eine stattliche Größe angenommen, genau. Sieht aber irgendwie immer noch doof aus und deswegen ändere ich die Form auch noch ein bisschen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist so die Endform von dem Bad. Also ungefähr so groß wird das sein. Und ich finde, das ist eine ganz in Ordnung Größe. Eine Größe, die in Ordnung ist oder so. Ich habe keine Ahnung.
Habe ich überlegt, verschiebst du die Treppe noch, aber das sah irgendwie doof aus und überlegt, vielleicht lässt du das mit der Treppe auch sein und machst da einfach nur ein Geländer hin oder so. Wäre eine Überlegung wert, werde ich auch mal ausprobieren. Im LP, nee, nicht im LP, im Bauen dann wieder. Aber zurzeit baue ich ja nicht, ich spreche nur im Nachhinein und bis ich wieder baue, könnte bis heute Abend dauern oder auch später, wer weiß. So, und da habe ich jetzt überlegt, irgendwie so eine ganze Wand sieht irgendwie scheiße aus. Wie machst du das denn? Weil irgendwie musst du es noch abtrennen, weil das ist irgendwie zu extrem offen gewesen. Also einen ganz offenen Raum braucht man ja auch nicht. Und da habe ich diese Wand nochmal ein bisschen verschoben und gucke, wie man die hinstellen kann, dass es nicht zu offen wirkt, dass es irgendwie auch eine gewisse Symmetrie besitzt und dass es halt auch irgendwie, naja, halt irgendwie nicht zu offen, nicht zu, halt das perfekte Mittelmaß. So, tatsächlich ändere ich dann noch das Fundament, weil wenn ich irgendwas sehe, muss ich es gleich machen, sonst vergesse ich es wieder, denke ich zumindest. Aber so ist das dann gar nicht, dann habe ich eigentlich das vergessen, was ich hätte sonst gemacht. So, ich glaube, weil ich jetzt hier schon wieder im Außenbereich bin, dass ich nicht weiterkam und habe deswegen den Garten gemacht. Bin ich recht der Annahme? Ja, seht ihr mal, da mache ich schon einen Garten. Wenn ich nämlich nicht weiterkomme, dann mache ich einfach was anderes. Und meistens habe ich dann, sammle ich währenddessen auch einfach Ideen schon fürs andere dann wieder. So schnell kann das nämlich gehen und du müsst ihr halt einfach gucken, wenn ihr mal nicht weiterkommt, macht was anderes, das kann echt helfen. Da habe ich überlegt, da waren noch gar keine Treppen im Eingang, da muss natürlich noch Treppe hin. Und die ziehe ich dort gerade. Und meine Flasche ist gerade umgefallen. Da habe ich überlegt, kommen dort vielleicht noch Treppen hin, möchte man von dort aus vielleicht irgendwie auch rauskommen, aber dann müsste ich die vielleicht ganz groß machen, damit es dann wieder auch nicht so auffällt. Und das fand ich eigentlich ganz cool und das habe ich auch gelassen, weil man sieht es halt nicht so. Es sieht dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Form, als wäre das zur Form, als würde das zur Form gehören. Überlegt man sich das vielleicht noch breiter. Es könnte sogar sein, dass es dann breiter geworden ist. Ja, es bleibt so. Hier hinten, da ist natürlich auch Garten, da muss man auch gucken, wie kommt man da raus. Mache ich vielleicht, das war auch eine Überlegung, hier so einen Weg lang, dass man um das Haus wirklich rumgehen kann. Aber das sah irgendwie ziemlich blöd aus, deswegen habe ich es gelassen. Und kümmere mich dann auch erstmal um die Gartengestaltung. Bin ich schon soweit? Nee, ich komme noch zu den Treppen hier hinten. Da fehlt nämlich auch noch Treppen. Da muss man auch irgendwie runterkommen und das macht man am besten dort. Ich weiß nicht, ich glaube, der... Ja, genau, ich habe zwei Treppen benutzt, soweit ich weiß, die auch wieder eine gewisse Symmetrie zueinander haben. Und ich komme dann, glaube ich, fast schon zu meinem Endprodukt. Das, was ich dann an Shihiro Gaming ausgeliefert habe. Das, was halt letztendlich zu ihr kam. Ich glaube, das ist so langsam das Endprodukt, bis auf die Gartengestaltung, die noch fehlt. Die eventuell in dem Video schon kommt. Genau, dort kommen noch Treppen hin. Wie gesagt, ich hoffe, dass man dort einfach nicht als Passant, also als Fußgänger einfach mal sagt, oh, da ist ein Pool, da gehen wir mal rein. Aber ich habe dort halt auch Treppen gemacht, weil es mir eigentlich ganz gut gefallen hat, dort auch noch Treppen zu machen. Damit das Ganze wieder ihre gewisse Symmetrie oder eine gewisse Gleichheit behält, ich weiß es nicht. Ich überlege, wie rum machst du diese Fliesen oder das Holz, was auch immer das ist. Hab geguckt, dass es überall gleich lang ist. Also in die gleiche Richtung geht, damit das dort nicht irgendwie kreuz und quer ist. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen bescheiden. Und dann kommen wir zur Gartengestaltung. Genau, da ist eine Palme. Wer hätte das gedacht? Aber die Palme war mir zu groß. Vor allem, weil sie auch ins Haus reingeragt hat. Und deswegen nehme ich dort einen anderen Baum, und zwar dieses Bambus-Ding. Das nehme ich immer bei solchen kleinen Sachen und ich finde, das sieht halt irgendwie chinesisch aus. Und wenn man das Haus jetzt insgesamt betrachtet, allein schon durch die Fenster, sieht das Ganze irgendwie so ein bisschen asiatisch aus. Und ich mag den asiatischen Touch ja auch ein bisschen. Bisschen sehr. Und deswegen fiel mir das auch ein bisschen so. Warum sage ich jetzt ständig ein bisschen? Ich sollte dringend sprechen lernen. Genau. Aber da kommt auch noch ein Brunnen hin, damit das Ganze nicht allzu langweilig aussieht. Mit dem Bäumchen und auch Wasserspender oder diese Sprinkleranlagen, keine Ahnung, was das sein soll, damit man da halt auch wirklich, ja, so ein paar Spielereien hat, die man nicht überall hat. Und insgesamt finde ich das ganz cool eigentlich, so
vom Gesamtbild her. Aber ich will die Stromrechnung nicht sehen. Die will ich einfach nicht sehen. Das ist so. Nee, lassen wir. Und ja, so bleibt das dann erstmal fürs Erste. Zumindest dieser Teil dort. Ein Teil des Gartens geschafft. Yay! Jetzt haben wir noch ungefähr 10 Minuten hier, wo ich baue. Ich glaube, in den 10 Minuten könnte ich die Insel schaffen. Mehr schafft man in 10 Minuten tatsächlich nicht. Und da habe ich aber Palmen gemacht, weil ich ja Palmen auch irgendwie total toll finde. Ich glaube, die Insel habe ich schon mal im letzten Bild gemacht. Aber wie gesagt, mein Spiel ist zwischendurch einfach mal abgestürzt. Und dadurch war die dann nicht mehr gemacht. Und deswegen muss ich sie jetzt nochmal machen. Und ich wusste aber nicht, was habe ich schon aufgenommen und was habe ich nicht aufgenommen. Und deswegen habe ich sie einfach vorsichtshalber nochmal mit aufgenommen. Das sieht dann halt auch ein bisschen anders aus als vorher, aber ja, ihr habt da jetzt die Erklärung dazu. Und ja, welche gefällt mir besser? Das ist halt so eine Sache, ich weiß gar nicht mehr, wie die andere aussieht. Und es ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Hauptsache, man hat hier irgendwie irgendwas, was einem so halbwegs gefällt. Und diese Steinidee habe ich einfach nochmal umgesetzt, weil ich dachte, die gefällt mir wirklich. Die finde ich gut und ja, deswegen habe ich die halt einfach nochmal eingebaut. Und insgesamt kann ich dann auch eigentlich sagen, dass ich mit dieser Insel ein bisschen zufrieden bin. Also auf jeden Fall kann man die ansehen, ohne gleich Augenkrebs zu bekommen. Das fand ich auch witzig. Ich habe ja ein Profil auf einer Online-Dating-Plattform. Ich erzähle schon wieder Mist, ne? Warum ich mich dort angemeldet habe, fragt mich nicht. Ich weiß es wirklich nicht, weil dort einfach nur Spinner rumrennen, die scheinbar irgendwelche Neigungen haben, wo du denkst, okay. Ich werde auch ziemlich oft als erste Nachricht gefragt, bist du devot? Aber ja, gut, ich kann euch doch einen Grund nennen, warum ich dort angemeldet bin. Ich finde es nämlich ziemlich lustig, erwachsene Männer, die einfach, wo du merkst, die haben irgendwie nichts in der Rübe oder so, dort irgendwie zu verarschen. Also ich finde es irgendwie lustig, mit denen zu diskutieren, weil die einfach ein Bildungsniveau haben, wo du dir denkst, sehr flach, wisst ihr? Und ich finde es dann lustig, mit denen irgendwie zu schreiben und die so ein bisschen runter zu machen. Ich mache das natürlich nicht, indem ich die beleidige, sondern ich mache das so hintenrum. Und ich finde, das verletzt viel mehr, als wenn ihr irgendwelche Leute anschreit, sondern einfach so hintenrum irgendwelche Bemerkungen, die dir niemand eigentlich übel nehmen kann, aber die eigentlich richtig gemein sind. Sowas finde ich lustig und deswegen bin ich auch dort und mache das dort auch. Also wenn man mir nicht blöd kommt, dann mache ich das nicht. Aber wenn man mir kommt mit der ersten Nachricht mit 6 oder kriege ich Nacktbilder von dir oder bist du devot oder sowas, dann geht mir das irgendwie. Ja, manche sind es nicht wert, aber manche sind halt wirklich so dumm, dass ich da ein bisschen diskutiere. Und wo war ich denn jetzt gerade? Ach genau. Und ich krieg dort oft diese Bilder, weil diese Männer da ziemlich untervögelt wahrscheinlich sind. Ich krieg dort auf die Bilder jedes Mal Kommentare, wie hübsch ich doch sei. Ganz ehrlich, würde ich als Typ auch machen, weil das scheint irgendwie das 1A-Kompliment für Mädchen zu sein. Ich mag andere Komplimente lieber, weil für Aussehen kann man ja nichts. Aber man bekommt da halt ganz oft solche Kommentare und hat irgendjemand mal gesagt, also so wirklich alle Kommentare so voll hübsch und sowas und ich denke mir so, ja, alles klar, danke, tschüss. Versteht mich nicht falsch, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht auf das Kompliment, du bist hübsch, stehe oder so, dass ich das nicht mag. Aber ich finde es halt irgendwie immer nur so, von diesen Leuten ist das mehr so dahingesagt. So, ich sag das jetzt mal, vielleicht bringt es mir ja was, vielleicht will die dann was von mir oder sowas. Und von solchen Leuten kann ich es nicht ernst nehmen, wisst ihr? Ich kann es von zu engen Freunden nicht ernst nehmen und von solchen ganz Fremden auch nicht. Also von Leuten, die mir schon was bedeuten, aber nicht zu eng sind, mag ich solche Komplimente. Von ganz Fremden finde ich die irgendwie schwierig. Und eine hat halt geschrieben, Augenkrebs. Und ich so, okay, alles klar. Und 2 Sekunden später, wirklich, also nicht 2 Sekunden später, sondern eine Minute später, vielleicht schreibt er mich an, ob ich denn mit ihm schreiben möchte. Er findet, ich sehe ganz hübsch aus. Und man denkt sich dann so, okay. Also irgendwie, aha. Ja, und was mich halt auch nervt, ist, dass die halt mein Profil nicht lesen, weil da steht eindeutig drin, dass ich auf Einwortmails nicht reagiere oder dumm reagiere und trotzdem schreiben sie mir Einwortmails. Hey! Und, ja. Wenn mir Leute nicht dumm kommen, komme ich denen auch nicht dumm. Wenn mir Leute dumm kommen, gibt's dumm kommen zurück und deswegen, ja,
war das jetzt eigentlich total sinnlos, dass ich das erzählt habe. Aber egal, ne? Da mache ich gerade noch den Weg. Ich dachte vielleicht irgendwie so kleine Partien, aber das sah irgendwie scheiße aus und deswegen habe ich es gelassen. Und das sah auch irgendwie scheiße aus, sah irgendwie alles scheiße aus. Musste ich erst mal gucken, ja, wie machst du das? Und letztendlich habe ich mich für das entschieden. Das fand ich nämlich ganz cool eigentlich. Und ja, ich glaube, mit dem Garten bin ich dann tatsächlich fertig. Und wir sind allgemein in der Version, die ich... Oder sind wir da schon? In der Version, die ich an Chihiro Gaming abgegeben habe. Ich weiß nicht. Ich muss einfach mal ganz kurz gucken. Und da bin ich auch schon wieder zurück. Ich habe gerade geguckt, habe noch eine neue Folge eingeschmissen. Weil dann, damit wir das ja auch diese Folge schaffen... Weil dann sind wir in dem Stadium, da ist die Folge halt ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, wie lang sie jetzt tatsächlich werden wird. Ich gucke ganz kurz mal. Ja, noch 14 Minuten. Also ist die Folge halt ein bisschen länger. Dafür sind wir dann in dem Stadium, wo wir... Also, was ihr schon downloaden könnt. Ihr könnt ja den Rohbau downloaden und das wäre dann dieser Stadium, genau. Und, ja, genau das hat Chihiro Gaming auch bekommen. Und da bin ich mit dem Garten auch schon fast fertig. Da kommt noch so ein kleiner Brunnen hin, weil Brunnen sind immer so ein kleines Ding, was du hinmachen kannst, was ganz cool aussehen kann. Und den mache ich doch hin. Ich überlege, ja, sieht das so besser aus? Oder wie machst du das? Vielleicht dort wieder eine Palme hin oder machst du das zu? Ich weiß gar nicht, ob ich es so gelassen oder habe ich das dann wieder zurückgemacht? Ich glaube, ich lasse es so, damit man halt auch wirklich überall lang gehen kann. Und ja, da kommt auch noch ein Ding hin. Da kommt dann das Sprühtool wieder zum Einsatz, weil das Sprühtool benutze ich hier dann doch auch mal ab und zu. Ich weiß es nicht. Wir waren gerade bei Flirtportalen und den bedudelten Typen da drauf. Ja, ich weiß nicht, soll ich da noch Anekdoten erzählen? Das ist irgendwie ein bisschen lustig, was die Typen manchmal so schreiben, weil sie denken, ich weiß nicht, denken die, wir Mädchen sind dumm oder so? Ich weiß es nicht. Also man denkt manchmal so, okay, das ist sehr merkwürdig. Meinst du das jetzt ernst oder nicht? Weil es ist halt, tatsächlich fand ich das teilweise ziemlich niveaulos und teilweise so, wo du dir denkst, entweder du bist dumm oder du hältst mich für dumm. Irgendwas davon muss irgendwie zutreffen. Aber ja, es macht dann halt Spaß, diese Typen, je nachdem halt zu, naja, nicht beleidigen. Ich beleidige nicht. Und ich bin auch entgegen dem, was ich eigentlich so erlebe. Also meine Mutter zum Beispiel ist eine ziemlich impulsive Frau und kann auch schnell an die Decke gehen. Mein Vater ist genauso. Und auch meine Großeltern sind so. Und das ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes, aber ich tatsächlich bin nicht so, weil ich finde und auch weiß aus Erfahrungen und so, dass Schreien und niveauloses Gequatsche danach und irgendwelche Beleidigungen, dass diese einfach nicht verletzen. Also wenn ich beleidigt werde mit Schlampe und sowas und ganz vielen Begriffen, geht mir das ziemlich am Arsch vorbei. Kann man so auch nicht sagen, aber es kommt für mich einfach so rüber, als hätte derjenige, der das sagt, nicht wirklich Niveau, beziehungsweise ist halt selbst irgendwie im Kopf ein bisschen dumm. Und deswegen finde ich es viel verletzender, und das haben ja auch viele schon bestätigt, wenn du Leute mit so hintenrum halt anbandelst. Und das ist so, mir fällt kein richtiges Wort dazu ein. Ich bin scheinbar auch ein bisschen beduselt und dumm und so, aber ich weiß halt, dass das viel mehr verletzen kann. Und es verletzt mich tatsächlich auch viel mehr, ignoriert zu werden oder ja, so hintenrum so durch die Blume beleidigt zu werden. Und tatsächlich mache ich das nicht oft, also zumindest nicht bei Leuten, die ich mag. Aber wenn mir Leute blöd kommen, kann ich das auch zumindest im Chatten. In real bin ich eine sehr, sehr schüchterne Person und ich bin ein merkwürdiges Wesen. Das können mir viele Leute bestätigen. Und ja, mit dem Wesen sollte man sich lieber nicht anlegen. So, egal, wir haben den Garten fertig. Wir sind durch mit dem Garten. Habe ich überlegt, machst du da vielleicht auch die Bäume hin, weil das sah irgendwie cool aus. Ich weiß gar nicht, ob ich die dann lasse. Irgendwie hatte das was, finde ich. Aber im Gesamtbild hat es dann, glaube ich, nicht mehr gepasst. Es kann sein, dass ich sie doch gelassen. Ich weiß es nicht mehr, ob die noch stehen. Ich fand, das sah halt irgendwie cool aus, aber im Gesamtbild war es nicht so geil. Da warten wir aufs nächste Haus. Vielleicht können wir das ja dort irgendwann mal einbauen. So, hier hinten war es noch Karl. Und ich dachte, Karl. Es war Karl. Karl Grimes. Karl Papa. Was auch immer. Ich dachte, da machen wir so eine Art kleinen Garten hin.
weil ich halt sonst keine Ahnung hätte, was unter diesem Balkon hin soll. Ich meine, was macht man da hin? Das sieht ja irgendwie so kahl aus. Wenn du gar nichts hin machst, sieht es irgendwie doof aus. Und es sieht kahl aus, genau. Da dachte ich halt, da eignet sich doch ein Garten ganz gut. Und ich dachte, vielleicht ein Whirlpool, passt der dort vielleicht hin? Und so ein Spielgerät wollte ich auch. Weil hier auch schließlich Kinder wohnen oder Teenager und irgendwas muss dahin. Das habe ich aber da vorne hingestellt, weil es dort im Gesamtbild einfach irgendwie voll süß war. Wenn das dort so steht, so am Rand der Straße und so. Das fand ich besser als so hinten im Garten. Und vielleicht im Garten so ein Whirlpool, dachte ich mir. Aber das gefiel mir nicht, weil der wirkte mir irgendwie zu groß. Und ein Lagerfeuer war auch irgendwie too much. Es musste halt irgendwas Kleines sein, deswegen kam dort hinten ein Garten hin. So ein ganz kleiner, mit ein paar Töpfchen, wo man halt so ein paar Erdbeeren anpflanzen kann und vielleicht auch Basilikum und sowas. Halt wirklich so ein ganz kleiner Garten. Da dachte ich, vielleicht doch das Lagerfeuer, aber das war doch nicht so meins. Der Garten sah auch irgendwie noch ein bisschen kahl aus. Das ist jetzt mein Insider, Karl, der Garten. Aber die Palmen natürlich, die müssen sich auch durchs ganze Haus ziehen. Die dürfen nicht nur vorne sein, die müssen auch hier hinten stehen. Und deswegen stehen die auch da. Was, wer hätte das gedacht? Und noch ein bisschen Grünzeug kommt dahin. Und Hecken, wir müssen das Ganze nämlich auch noch ein bisschen einkreisen, weil sonst kann ja jeder rein und das möchte man ja auch nicht und kann die ganzen Erdbeeren klauen und das möchte man ja nicht. Deswegen kommt das so ein ganz kleiner Gartenbereich, so eine ganz kleine Hecke hin, dass man nicht von jeder Seite reinkommt, obwohl man trotzdem reinkommt. Es ist einfach nur ein bisschen Deko. Wer kennt das nicht? Deko kommt immer gut oder so, weiß ich nicht. Ja. Kommt hier sonst noch was? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was ich da noch hingemacht habe. Ach genau, eine Yogamatte. Dachte ich, wenn man drin keinen Yogaraum hat, ich weiß nicht, wie viel Platz ich letztendlich drin habe, ob da noch ein Yogaraum reinkommt. Aber draußen zu entspannen ist doch auch mal ganz cool und deswegen kommen da zwei Yogamatten hin, da kann man sich hinsetzen und relax die Sonne beim Untergehen beobachten. Und ein paar Pflänzchen kommen da natürlich auch hin. Damit das Ganze halt auch nicht so glatt wirkt. Ich finde, das Schlimmste ist, wenn es glatt wirkt. Einfach so also eben, das ist einfach nicht so mein Ding. Deswegen dachte ich, ja, da mal ein bisschen grün, da wächst was. Ich weiß nicht, ob das direkt angelegt sein soll, aber es soll auf jeden Fall nicht so glatt und grün und nur das aussehen. Und deswegen habe ich dort halt noch was hingebaut und eine Hecke kommt da noch hin. Damit das auch ein bisschen... bisschen größer ist der abgetrennte Raum. So, und da gucke ich gerade. Ja, genau, da kommen noch Pflanzen hin. Die trampelt man ja auch nicht unbedingt kaputt, wenn man jetzt in ein Haus einsteigt. Und ja. Ja, eine Hecke kommt trotzdem noch hin. Und zwar dorthin, wo ja, der Balkon ist oder so. Ist das ein Balkon? Nee, Terrasse, oder? Ich weiß nicht. Das ist eine Terrasse. Balkon ist oben, Terrasse ist unten. Ich dachte immer früher, das ist dasselbe. Jedenfalls kommen da halt auch noch ein paar Hecken hin, damit das halt auch irgendwie begrünt und zu ist. Und da kommt dann noch ein bisschen Weg hin, damit man dann nicht auf dem Gras trampelt. Das ist ja auch nicht so schön. Und dort auch. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich da hinten, ja, da mache ich auch ein bisschen Weg lang. So, dass man halt auch wirklich sieht, hier wohnt jemand und das ist nicht alles grün und zugewuchert. Aber es ist auch nicht, ja, total glatt, weil das ist dann halt auch irgendwie... langweilig. Und da dachte ich halt so, kann man das doch schon ganz gut nehmen. Und da kommt dann noch ein bisschen Sand hin, weil ich den Sand irgendwie sehr passend fand. Dadurch, dass wir auch teilweise tropische Pflanzen haben. Und durch den Sand wirkt das Ganze halt auch wieder nicht so hellgrün. Ich finde, dieses Grün wirkt so unecht, so plastisch. Es sieht aus wie Plastik, der Rasen. Und das finde ich echt nicht schön. Und deswegen, ja, kommt dort noch ein bisschen Weg hin. Damit das halt auch irgendwie noch ein bisschen abgerundet aussieht und nicht so, ja, wieder glatt und grün und Rasen sofort und da schließt das ab, also plastisch mäßig. Es soll halt nicht so aussehen wie Plastik, sondern so möglichst real, was in Sims 3 besser möglich war, meiner Meinung nach. Aber Sims 3, da ist Bauen extrem anstrengend, vor allem durch das Einfärbetool auch noch. Und ich muss halt ehrlich sagen, manchmal fehlt mir das Einfärbetool in Sims 4, aber... gar nicht so sehr, wie ich es gedacht hätte. Also ich würde mich freuen, wenn es kommt, aber dann dauert ein Haus auf jeden Fall noch viel länger. Und ich muss ehrlich sagen, so schlimm finde ich es jetzt auch nicht, dass es nicht da ist. Also ich finde, man hat meistens genug Farbauswahl, außer jetzt bei den Betten. Und manchmal passt das Ganze nicht zusammen und so. Das ist manchmal ein bisschen dumm, aber
Ich hätte gedacht, mir fehlt das ein Färbetool mehr. Aber ich baue tatsächlich noch gerne in Sims 3 und da baue ich auch gerade an einem Haus, was aber leider riesig ist und was extrem lange dauert und ich kann momentan auch nicht in Sims 3 rein, weil das Spiel immer ständig abstürzt. Ich würde so gerne Sims 3 jetzt aufnehmen. Die Cartwrights wurden sich gewünscht und die Monroes auch und ich würde da so gerne das Haus da zeigen. Aber ich kann zurzeit echt nicht aufnehmen, weil das Spiel immer abstürzt und das geht mir selbst auf den Keks. Aber ich kann daran nichts ändern. Das nervt mich auch extrem. Aber da muss ich halt gucken, wie wir das lösen. Und es macht mir halt tatsächlich noch Spaß, in Sims 3 zu bauen. Aber Sims 4 macht wieder erwartend auch Spaß. So, da dachte ich, das sieht jetzt doch dunkel aus. Wir machen das jetzt noch hell. Und habe ich eine Lampe gesucht, die zwar genug Licht spendet, aber nicht allzu sichtbar ist. Also nicht diese Streifen, die verwende ich nämlich überall. Und die sind dann, wenn man die viel verwendet, sind die so offensichtlich und machen das Ganze. Also die hätten das ganze Gesamtbild zerstört, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich diese Lampen genommen, weil ich die so im Gesamtbild, die sind klein und die machen so ein schönes Licht und die finde ich allgemein sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich die verteilt. Und die sieht man nicht so stark, also die sieht man nicht von Weitem, aber sie machen wirklich, wirklich tolles Licht bei Nacht. Und das seht ihr auch gleich, wenn sich das Licht dort neu generiert. Genau. Und das fand ich halt wirklich sehr, sehr schön und deswegen mache ich das auch so tatsächlich. Genau. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht so spannend, mir dabei zuzusehen, wie ich Lampen setze. Aber besser als nichts, ne? Ihr wünscht euch, ich weiß nicht, ob ihr euch einen Step-by-Step wünscht, aber ich weiß, dass ziemlich viele Leute das gucken. Also viele Leute für meine Verhältnisse natürlich. Und mir macht es auch gerade Spaß, das zu bringen und deswegen bringe ich das. Wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, ich bringe das, was mir Spaß macht. Und wenn es mir keinen Spaß macht, ist es auch sinnlos, irgendwas zu erzwingen, weil das wird eh nichts Gutes. Und, ja, deswegen bemühe ich mich da auch dementsprechend, da irgendwas, ja, für Step-by-Step zu machen, weil das halt auch sehr viele Leute mögen, weiß ich. So, da kommt noch Licht hin. Genau, an die Säulen finde ich immer, das passt sehr gut, an die Säulen das Licht zu machen, weil irgendwie, ja, ne, das ist halt irgendwie, schönes Licht ab. Wo soll man das sonst hin machen? Überall anders sind Fenster oder... Naja, ist halt manchmal nicht so einfach. So. Das war zwar schon sehr schön hell, aber an manchen Stellen war es noch sehr, sehr dunkel. Und deswegen habe ich mir da halt noch geguckt, also habe ich noch geguckt, wo machst du noch mehr Licht hin, damit es halt nicht ganz so, ja, nicht beleuchtet aussieht. Da muss halt Licht hin. Sonst sieht das Ganze einfach zu dunkel aus. Habe ich an jede Möglichkeit, wo es möglich war, Licht zu machen, habe ich da was hingesetzt. Möglichst auch symmetrisch, aber auch nicht zu symmetrisch. Und ja, insgesamt finde ich das sehr, sehr schön beleuchtet. Ich finde auch die Skyline hinten sehr, sehr schön bei Nacht. Ich liebe ja Nacht in Sims. Finde ich super schön. Aber ja, insgesamt hat mir das dann so gut gefallen. So, jetzt bin ich am Überlegen... Wo mache ich noch Licht hin? Da kommt scheinbar noch Licht hin oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Genau, eine Straßenlaterne kommt auch noch hin. Oder keine Straßenlaterne, sondern halt solche Lichter. Solche kleinen, die man in die Wiese steckt. Die hatten meine Großeltern damals auch und die fand ich so, so schön irgendwie. Die machen so im Gesamtambiente auch irgendwie was her und deswegen... Also die machen einerseits Licht und andererseits sehen die schön aus und deswegen dachte ich, ja, nimmst du die halt noch mit und steckst sie überall hin. Manche versteckter, manche nicht so versteckt. Halt so, dass man, ja, die teilweise sieht und teilweise auch nicht. Und ja, insgesamt gefiel mir das dann ganz gut. Da konnte noch Licht hin, habe ich gemerkt. Und ansonsten, da ich überlege, kommt da vielleicht noch ein Fenster hin, aber das sah doof aus. Deswegen habe ich das gelassen. Wer hätte das gedacht? Da noch Licht, genau. Dann natürlich auf der anderen Seite auch. Ich hoffe, das vergesse ich nicht. Also echt, habe ich das vergessen? Ist ja unglaublich. ja. Wir sind auch gleich, kann ich schon mal sagen, mit der heutigen Folge, nicht Folge, sondern Folge, von Step by Step durch. Also wir haben jetzt 30 Minuten ungefähr eine Folge hier gesehen. Das ist auch mal schön. Eine etwas... überlängerte Folge. Ich hoffe, ich habe Musik wieder gehört. Ich hoffe, dass ihr das nicht gehört habt im Hintergrund. Das wäre nämlich nicht so schön, mich hier quatschen zu hören, dann noch extra Musik zu hören und dann auch meine im Hintergrund. Das wäre alles irgendwie so ein bisschen too much. Aber ich hoffe,
Euch hat es Spaß gemacht, mir beim Step by Step zuzusehen. Und das nächste Mal geht es dann auch schon an die Einrichtung, endlich. Da sehen wir dann, wie das Haus sich innen entwickelt hat. Und dann würde ich sagen, dass wir uns... Nee, ich baue noch ein bisschen, ihr seht es gerade. Und ich würde halt sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Beim Step by Step dann zum Einrichten. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ne? Dann macht es gut, ne? Bis dann.